Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich hier aus Kill Nummer 2. Wir kämpfen jetzt hier gerade gegen Wolf Alert. Und ja, habe ich eigentlich den richtigen Charakter drin? Ich hoffe es schon. Nein, ich muss noch schnell den Charakter switchen. I need to switch my character. So, and now I'm going... Let's get ready to rumble! So. So, ein bisschen Spaß muss sein. So, ja. Der Start ist vielleicht jetzt nicht gerade der beste, den ich mir vorstellen könnte. Aber, komm, mach mal den Mr. Deliver. Bald mit 2 Kronen. Rogers Kleiderschrank. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier. Nehme ich noch die Bomben mit hinzu. Alter! Aber das müsste jetzt reichen eigentlich. Dass der da oben weg ist. Ja, Mann! I destroyed you, man! Geil. Yippie, 99 Punkte noch rausgeholt. Wer hätte das gedacht? Ah, komm da mit. Lächerlich. Yeah! So, wer ist denn das? Jauchen, der Jauchen-Johann. Der Jauchen-Johann, ja, da. So, was haben wir da? Der Jauchen-Johann. Cupid, Bobby. Sollte hoffentlich reichen. Nein, reicht nicht ganz, aber... wir spielen es so rum. Machen wir es so. Okay. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Komm, ich setze ihn einfach mal neben dran, um noch ein bisschen zu heilen. Und dann können wir jetzt hier mit der Stuffing Academy nochmal reinhauen. Bam! 98 Punkte. Yeah! Nice! So. Geil. Kuva 666 von Wolfall. Oh, jetzt komme ich natürlich mit einer gemeinen Combo, die nämlich beides hat. Hier Drogen und Kostüm. Captain Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Ich zerstöre dein Hexenkostüm mit meinem Captain Yesterday. So, weiter geht's. Also. Wir haben als nächsten Gegner. Lydia, 985. Muss das Ding hier mal ein bisschen nach rüber ziehen, weil sonst gucke ich immer da, gucke ich immer dahin und dann blicke ich nicht durch. So, also. Lydia 82. So, das ist noch ein bisschen nach rüber ziehen. So, okay, also. Ja. Womit fange ich am besten jetzt an? Soll ich hier, komm, fangen wir mal so an. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Roger an. Und dann haben wir. Wir machen das hier. Ruby Zelazin. So, und dann hätten wir den... Komm, wir machen den Half-Dog Gene jetzt noch da. Fertig! 100! Wap! Wabadidadab. So. Nein, ich bin kein Fan von diesem Schrottlied. Aber ich kenn's. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir diverse Möglichkeiten. Ich könnte hier versuchen mit 36. Also wir fangen jetzt mal an mit Mr. Front. Ne? Mr. Front. Mr. Front. Der käme ja nicht durch. Hier würde ich ihn aber gleich wegballern. Bam! Dann könnte ich hier nochmal auf Angriff gehen. Bam!
Dann könnte ich noch mehr auf Angriff gehen. Bam! So, und jetzt hätten wir diverse Möglichkeiten. Die Mock Trial Louise zum Beispiel würde auch nochmal nach vorne ballern. Nein! Egal. Ist er halt daneben gegangen. Wurscht. Trotzdem 100! Ja. Wahrscheinlich habt ihr in der Zwischenzeit auch schon mal ein Pack-Opening gesehen. Bald ist die Mythic Lila bei mir auch im Deck. Ja, Mann. Mythic Lila. Yippie. So, dann haben wir die schlimme Tina. Und die macht jetzt hier auch schon alles kaputt. Kaputt. Ach komm, skipp's einfach weg. Da passiert eh nichts mehr. Ja. So. Noch vier Stück sind offen. Da, was? Was? Wie? Wo? Wo? Wo ist er? Wo? Tobias! Wolf Alert. Klingt irgendwie scheinbar nach einer deutschen Gilde hier. Ich das sehe, so viele deutsche Namen da. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Verdammt, hätte ich das andersherum gespielt, hätte ich die jetzt schon weggehabt. Schrott. Scheiße. Komm, wir spielen jetzt erstmal den Eugene Welcher neben dran. Dann gucken wir mal, was passiert. So, und dann werde ich jetzt hier gleich den Cupid Bobby setzen und jetzt wird alles geheilt und dann kriege ich trotzdem die 100. So, ja Mann, 100! Bam, bam, bam. Noch drei Stück haben wir. So, hätte ich nicht gedacht, dass wir gegen Wolf Alert gewinnen werden. Also 38. Fahrt School Jimmy Junior 100. So, nächstes Match gewonnen. Noch zwei. Wir rasieren hier gerade einfach mal durch. So, was haben wir jetzt? Huwa 666, den haben wir vorhin schon gehabt. Wie war das denn vorhin? 18, 18. Ich fange jetzt mit Mr. Front erstmal an, dann gucken wir mal, was kommt. Ja, das sind genau. Nein, das sind 34. Komm, fangen wir da damit an. Dagegen würde er sowieso nichts machen können. Setze ich nebendran den Peter erstmal. Der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. Wo hat denn der hingepuncht? Der andere muss doch schon längst weg gewesen sein. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, aber gut. Das haben wir 92. Mann, hä? Was war denn das? Erste Karte muss weg gewesen sein. Hätte die andere normalerweise mit dem Punch die zweite Karte treffen müssen. Das ist scheiße, wenn man es gibt. Also, komisch. Na gut. Also, Danny, yo. Ja. Ich will das mal den nächsten Punch noch mit hinzufügen. Das war mit der Biegeschule. Diorama Jean. Fertig! Das ist jetzt wieder eine glatte 100. Jawohl! Also gut, ein paar Pünktchen zwischendrin liegen gelassen bei einem Match. Weil ich nicht so ganz verstanden habe, aber gut. Schauen wir mal, das sieht ziemlich deutlich dann doch noch aus. Haben aber auch, glaube ich, nicht ganz so viel. 26 haben da nur gekämpft, scheinbar. Shaggy-Herren, okay. Wolf Alert. So, bei uns. Sawa! Zarnos mit einer Sensational 1000.
Cool, congrats, man. Ken Berger, 994, Knuxte, 980, Homer J, 933, Dreifuchs, 959, Manubaya, 958, James, 938, Magoliver, 936, Tristan, 930, Ruffy Traffy, 907, Lord Universe, 905. Siemal, Gabriel, D, Benita, Schmobi, Outlaw, Deke, Quark, Müller, X-Strike, Anderson, Sleepy, Marunga, Georgios, Andrelo, Mark Faul, Ililililil, Fensinio, BA, John Ricardo, Raulitos, Nords, Place to Tear, Bobob, Slimchi, Max Max, Herr Gleich 2, kommen noch ein paar Punkte drauf, Suarez, Fred, das ist aber wenig, ey, das ist echt wenig. Fred der P, D-Weiss, Albertus und Batman, nur 39 Leute und dafür trotzdem so ein gutes Ergebnis rausgeholt. Ich glaube, die checken aktuell gar nicht so wirklich, wo sie stehen, weil wir stehen hier mit Gilde 2 auf Platz 156. Das kriegen die, glaube ich, gar nicht so richtig aktuell. Das ist aktuell, glaube ich, der beste Platz, den wir jemals hatten. Siege ein bisschen unglücklich verloren, gerade mal 1000 Punkte. Aber da können auch, sorry, aber da, wenn die Leute halt da nicht alle mitmachen oder haben viele gefehlt und manche haben nur ein, zwei Kämpfchen gemacht, ja, dann passiert das halt. Dann muss man sich nicht wundern. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.